Hallo und herzlich willkommen zurück zu ATS. Wir haben wieder zusammengefunden. Möp, möp, und dann fangen wir gleich weiter. Hallo. Mein Rap war geil. Hallo. Dein Rap war geil. Max, du stuftest mich dazu an, das nächste Woche aus. Machst du auch. Ja. Scheiße, da muss ich doch da hin. Hatte ich erst nächste Woche. Geil. Ich geb dir einen Tipp, das hab ich gemacht. Ich hab mir noch Käse mitgenommen. So hier Käse, wo schmilzt und geil schmeckt. Ja, macht Sinn. Haust zuerst den Käse rein und haust das Hackfleischzeug da drüber. Dann kannst du noch eine Burgersoße mit reinballern und dann schmeckt das geil. Vorsicht, Max, ich überhole jetzt. Wieso? Ja, weil ich mich wieder einreihen möchte. Na, jetzt auf einmal, ich dachte die ganze Zeit, du bleibst dahinter. Ich hab gesagt, nee, ich hab gesagt, ich bleibe hier endlich mit der Jojo hin. Ja, dann gib Gas. Dann schaust du dein Licht aus? Nein. Nee, okay. Dann ist dein Trailer sehr unterbeleuchtet. Der Käse ja schmilzen mit dem warmen Gang. Na nee, gut, mein Trailer besteht ja. Ich habe einen Container-Trailer. Der Container gehört hier oben doch nicht zu. Das heißt, da hat keine Beleuchtung. Ja, nee, auch unten selber der Trailer, der nur so viel so Bremsleuchten und sowas. Ja, richtig. Okay, vergiss es, Max, ich komm nicht hinterher. Ja, ich hab schon gemerkt. Ich bleib hinten. Ich sehe ihn nicht nur bei mir auf der Karte. Ne, ich auch nicht. Theoretisch könnte ich ja auch den Pad dann. Ich sehe aber euch noch. Nein, ich hab meine Kerze vergessen anzumachen. Was für eine Kerze? Dann live Ding live kochen. Auch in der Pfanne erhitzen und ein bisschen braun werden, dass das würde auch funktionieren. Ja, du machst halt das Hackfleisch und haust dann den Käse gleich mit drauf, wenn es anbreitst, und dann schmeißt es rein. Ist auch geschmolzen oder so. Nee, ich meine, dass der Wrap, das Brot ein bisschen braun wird. Achso, ja, das kannst du auch machen. Genau. Ja, muss ich mal gucken, ich meine. Ja, das kriegst du schon hin. Im März kommt das Kochbuch. Im März kommt das Kochbuch. Das COVT-Kochbuch, ja. Ist aber echt fast schon so, Alter, bei mir. Scheiße, hab ich schon gemacht dabei. To the window, to the wall, to the wall. To the poop deck. You're a poop yet. Ja, Mann. Das ist ein realer Ausdruck. Ja. Es gibt echt das Poop-Deck. Oh, Martin schreibt mir. Martin, was? Alter, was ist denn mit Hendrik los? Hat er dir geschrieben oder was? Jawohl, wir haben Martin auf unserer Seite. Das finde ich gut. Warte, ich mache noch eine Sprachnachricht. Max Arbeit. Ja. Was, Arbeit? Nee, Statist. Achso. Warte, okay. Hey, yo! Hallo! Yo, Nico, nice, man! Nein, hey, yo, Alter! Merry Christmas, my friend! Was ist da, du? Hä? Oh, klasse, Alter! Das für Typ! Der läuft richtig, ey! Nein, er antwortet! Der ist wahrscheinlich gleich offline gegangen. Oh, heute nicht mehr. Ich glaube, heute nicht mehr, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Nee, heute nicht mehr. Die ganzen Leute da, ey. Das waren viel zu viel. Ja, da. 5 Leute auf einer, verdammt, nee. Scheiße. Alle 4. Erstmal den Singleplayer wechseln, ganz schnell. Da sind weniger Leute unterwegs. Weniger menschliche Leute, ja. Ja, menschliche Leute. Aber ich finde es gut, dass wir Martin auf unserer Seite haben, ja. Auf jeden Fall. Mountain Home. Ach Leute. Ich habe das Home gelesen, weil meine Sonnenblende so weit runter geht, denkt man, warum ist ein Home in einer Meile? Das habe ich jetzt schon wieder verkackt. Da vorne war Duck Valley, hier ist Mountain Home. Irgendwo ganz vorne war, was war das? Spanish, was war... Duck Valley, Mountain Home. Hier ist dieses Spanish Fork irgendwie so. Ist Mountain. Die spanische Gabel. Ja, die spanische Gabel. Daran erinnere ich mich, aber ob das wie das wirklich ist, ich glaube, das ist der ein Traumort zum Auswandern. Die spanische Gabel. Kreiert. Jawohl. Da müsste man die Reimanns mal anrufen. Die nicht dahin auswandern wollen. Von Hawaii dahin. Ja, Alter, dann nehmen die Reimanns im Ort spanische Gabel. Wären sie ja noch berühmter. Boah. Ja, besuchen wir sie alle. Was ich jetzt letztens gesehen habe, ich glaube gestern war es, dass der Reinmanns ihr
Sohn mit der Frau jetzt auch noch Ding ziehen will nach Hawaii. Okay. Haben die nicht mal woanders? Waren die immer schon in Hawaii? Die waren mal in Texas erst. Ja, genau, genau. Das erst waren sie in Texas. Genau. Die Tochter ist dann mit ihrem Mann, den sie, der auch Engländer, also hier Ami ist, der wohnt dann auch irgendwie in Texas. Und die deutsche Familie, die wollen nach Hawaii jetzt. Ich weiß ja, wo die wohnen zuvor jetzt, aber die wollen nach Hawaii. Okay. Bei Ding wusste ich Texas, aber weiß ich. Und das Geile war, weißt du, Conny nimmt so ein 8 Meter langes Stahlrohr und macht da so von oben dann so eine Säge dran, verlängert das Elektrokabel nach unten zum Griff und hat so eine 8 Meter lange Baumsäge gebaut, weißt du? Lol. Kaum Dude, lebensgefährlich, ey. Das Ding. Der Dude, ey. Aber richtig geil, hat er einfach funktioniert, ne? Ja. Ja. Ohne Scheiß. Der macht sogar Geräte selber. Egal. Shit. Dann können sie die Paschkes noch einladen, Alter. Können sie auch Hawaii Detektive spielen. Das Geile ist, die Reimanns hatten doch mal in Deutschland so einen Ami Wohnanhänger. Ja. Und so einen Ami Schulbus, mit dem sie auf Tour gegangen sind. Kann sein, ja. Den hab ich live auf der A7 gesehen. Oh Gott. Das Ding ist arschlang. Ich hab ewig gebaut, dieses fucking Ding zu überholen. Naja. Ich denke mir so, Alter, was für ein Asi fährt nicht mit dem Streamliner rum, ne? Was ist denn das? Und da vorne hängt ein Schulbus dran, das gibt's doch nicht! Auf einem riesengroßen Reimanns on Tour. Ich denke mir, oh nein! Ja, jetzt auf Hawaii hat Manu auch wieder einen Schulbus, aber einen kleinen. Und da hat sie ihren Laden quasi, so einen mobilen Laden drin. Da verkauft sie dann ihre Kinderkleidung raus. Richtig cooles Ding. Also ich fand das auch ganz cool, wie sie in Deutschland drum gefahren sind, ne? Aber Alter, das Ding ist ja eine Flecke. Das ist so eine coole Featuring, so ein Crossover-Folge, verdammt. Paschkes meets Reimanns. Nein, das würde ich nicht machen. Warum? Dieser komische, der... Ja, weil Paschke so ein bisschen Trash und der ist. Der Opa, also da in dem Ding war, in dem Rollstuhl, der Dude, ey. Ja, vor allem in der einen Folge ist der Detektiv und in der anderen Folge ist irgend so ein pädophiler Mitarbeiter, der die Praktikantin anmacht. Der oberfertige Mann. Beste Folge ist immer noch, wo er von einem komischen Holzbrett runterfällt mit seinem Ding. Wo ihm sein Sohn das Holzbrett hingebaut so hat. Runterfällt, der ja. Oh Mann. So da muss ich auch immer so ein bisschen an dieses Video denken mit dem Typ, der im Rollstuhl im Bordstand nicht hochkommt und dann will er wieder aufsteigen, weil er runtergefallen ist, dann schubst du das Ding so weg und dann knallt mit dem Arsch auf den Boden. fast 2 Minuten sprach noch nicht von Martin. Die höre ich mir dann gleich. Oha. Jetzt kommt's. Nur mit ihm mal anmachen, muss egal ist da. Da berichtet der Martin. Oregon. Ich glaube eher Ontario. Nee, Oregon. Oh. Ist beides mit O. Haha. Ontario heißt ja der Drecksort, aber okay. Ja, das meine ich ja. Achso. Ontario. Ja, guck mal, Vancouver ist ja auch in Oregon, ne? Schreibt mir mit V. Verdammt. Es wird genauso geschrieben, komischerweise, wie das andere Vancouver. Schon witzig. Hier wollt ihr mich wieder rauschecken. Lol. Achso? Hast du zufällig irgendwo einen W-Punkt auf der Karte gesetzt? Nein, hab ich nicht. Oder die Ding hast du wahrscheinlich falsch eingestellt, das Navi. Das kann sein. Mautstation meiden oder so. Das kannst du leider nicht einstellen. Und sowas gibt's hier glaube ich auch gar nicht, sowas wie Mautstation. Nee, es gibt nur die Wiegestation. Nee, du kannst Ding, du kannst, ich glaube, spritsparendste Weg. Spritsparendste Weg, glaube ich, oder schnellster. Naja, irgendwie sowas. Ist hier immer noch City Limit? Anscheinend. Warum ist hier City Limit, Alter? Hier ist nur ein Silo. Wer wohnt da drin? Du? Nein. Jumbo Schreiner. Ja, Mann. Da hat er wenigstens immer ein krasses Haus. You have left the city. Da kann er sich einen schönen großen Grill hier in betonieren. Wo er sich 2 Jumbo Schreiner Steaks drauf machen kann. Warum sind bei RLO Schmiede wieder 2 Markierbenachrichtigungen? Ich hab schon wieder Angst. Ich hab Angst, weil schon wieder der Teamchat ist. Müsste dann Teamchat sein, weil ich hab nämlich nichts. Also kein Area. Oh, ernsthaft, Alter, schon wieder Teamchat. Ich komm einfach nicht näher. Es ist schön, dass ich. Bei der nächsten Aufnahmepause muss ich dann einmal kurz gucken, was da schon wieder steht.
Ja, hundertprozentige Zustimmung. Ja, finde ich gut. Mhm. Vor allem, Max, hast du auch zwei Markier-Dinger schon wieder auf RLO? Nee, ich habe keine. Also, okay, dann wurde safe dann das EMS so wieder markiert, ja. Oh Gott, ey, das ist jetzt schon wieder falsch. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich diesen Kack-Team-Chip nicht mehr habe. Ja, glaube ich, der manchmal, glaube ich. Max, Arbeit. Jo. Ja. Der Sascha auch, ne? Nicht nur ich. Freiwillige. Okay, er hat mir schon mal nichts gut. Hallo! Dann halt nett. Mann. Over! Das war echt ein Arschloch. Dann halt nicht! Frohe Weihnachten! Muss ich richtig dumm vorgekommen sein. Echt? Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Na, hör, die grüßen mich, was ist mit denen los? Ja, einer redet hier E-Game, was? Was? Und ist auch noch freundlich. Sonst redet die KI, sonst redet die KI überhaupt nicht mit mir. Boah, im Singleplayer Voice Chat, Alter. Boah. Mega. Dann mit so Dingen, mit so. Kannst du KI beleidigen? Nein, mit so aufgenommenen Passagen vom ETS 2 Multiplayer Chat. Verstehst gar nichts, jeder schreit nur durcheinander. In Sprachen, die man einfach nicht verstehen kann. Ja, wenn die Koreaner wieder kommen. Ja, Mann, Alter, mit 50.000 Leuten, ey. Mit wo Pink dann einer wieder Musik anhat. Mit Pink. Ah, oh, ja, Mann. Dieses Video, Mann, von Thomas, ey, dieser Kack-Koreaner. Der Typ, ey. Vor allem, wie laut die Musik war und die ganze Zeit auf an. Ich weiß, ich glaube, wo das damals passiert ist, habe ich das ja auch schon gesagt. Aber so jemand würde ich trotzdem immer noch kicken vom TS oder vom Discord. Musik selber hören, ja. Musik alle hören, nein. Ich höre zum Beispiel gerade für mich selbst Musik. Siehst du? Das ist ja dein Problem, nicht unseres. Ja, ich weiß, weil ich weiß, dass außer mir von uns keiner Country mag. Richtig. Hättest du mal das Video von Thomas sehen sollen, oder? Richtig. Jesus. Ist so laut gewesen. Du bist ruhig und fahr weiter. Vor allem wie laut die alle geschrien haben in dem Channel, ey. Als ob die Koreaner nicht leise reden können, ey. Jo, könnt ihr vielleicht mal kurz ein bisschen verzögern, damit ich wieder aufschließen könnte? Ein paar Minuten ist sowieso wieder Folgenende. Im Moment bin ich fast einen Kilometer zurückgefallen. Ja, wenn die Folgen. Es geht sowieso jetzt in die Berge rein, ja, mit diesem komischen Road, we have no money, Ende Geld. Ja, stimmt, das kommt gleich, ja. Da sollten wir nicht so schnell fahren, weil sonst tut's weh. Ja, oh, das ist weg. Wenn ich mich hinlege und wieder aufstelle, bin ich zufrieden. Das haben wir gestern. Nein! Oh, ja! Was? Bin wieder da, wir können wieder. Einfach wieder aufgestellt. Richtig schön gebounced auf der Leitplanke. Boing. Ja, ohne Scheiß. Du da lang so umgefallen auf die Leitplanke drauf. Pop, zack. Ja, manchmal rettet dich die Leitplanke. Und dann wieder eingestellt. Ja. Aber manchmal kann sie es auch richtig versauen. Ja, wenn sie sich wegflippt. Ich habe 4% Schaden übrigens dadurch nur bekommen, ne? Lol. Würde dich ein anderer Player kaschieren? Also ganz leicht kaschieren, der ist, keine Ahnung, 80 oder so oder mehr. 50. Okay, jetzt muss ich hier schon. Jetzt meinen Rückflug durch ganz Colorado machen. Das war schon knapp, okay, lass ganz langsam machen. Jo. Die war ein bisschen eng. Hast du es auch gerade geschafft oder was? Zählt euer Leben, Mann. Lol. Ich glaube, das war die gleiche Kurve, wo es mir gerade passiert ist. Die Straße, ja, der ist. Literally. Ich bin in verdammter Schräglage gefahren. Ja, ich auch, ja. Die Straße ist scheiße, aber. Ich hab dich schon fallen sehen. Danke. Zu deiner Aufforderung, Sascha, die Straße wird noch schlechter. Ja. Okay, vielen Dank. Das wollte ich jetzt von dir hören. Das und nichts anderes. Und die ist neu, ne? Noch. Gleich nicht mehr. Ja, mies, ich hab gebremst. Ja, das Scheißende kommt gleich noch, ja. Ja. Wenn wir oben sind, dann heißt es kein Geld mehr. Ups. Und das Schlimme ist, es geht auch noch bergab dabei, ne? Ja, das ist nach der Kuppe. Nach der Kuppe heißt es dann so, kein Geld mehr, tschüss. Können wir vielleicht mal wieder einfach andersrum fahren? Nee. Wenn du quer fahren willst in den Staaten, musst du immer hier durch. Also das. Aber come on, es ist besser als fucking früher, dieser Fick-Serpentinenstraße-Scheiße davor. Wie heißt das mit P?
Ich wollte schon ja, Pico sagen, aber das ist ein komischer Pinguin. Pico der Penner Pinguin. Oder wenn du nach Norden wolltest, irgendwie über Nevada erst so komplett rüber und dann so komisch hoch und oh, ja, diese scheiß Landstraße, Alter, die so eng war. Das war einfach richtig scheiße. Dann lieber hier einmal die Scheiße fahren und dann. Okay, jetzt kommt das Scheißende. Mach dich drauf, du hast nur Max und mich aufgeholt, weil ich nicht vom Fleck komme. Weil meine 20 Tonnen Flaschen anscheinend 500 Tonnen. 5, ja, 5. Oh ja, stimmt, da vorne geht's um die Ecke. Ah, fuck. Ja, ich, das hab ich ganz vergessen, nein! Die Flasche sitzt hinterm Lenkrad. Stimmt, ja, jetzt geht's los. Das sieht aus wie eine Abfahrt, weißt du? Ja, das ist echt so, ich dachte so, hä, warum geht's hier runter so? Das ist wirklich traurig. Wo wird der Boden aufhört, oder was? Ich darf diese Wiegestation umfahren, danke. Ich nicht. Ich nicht. Ich darf sie auch umfahren. Oh, langsam. Dafür dürfte ich die letzten bisher alle umfahren. Slow-Mo, Leute, Slow-Mo. Oh, nein, ich halt nicht an, sorry. Bisschen später. Spitzkehre, so. Bye, have a great time. Kannst du das fertig bitte ausmachen? Mein Führer, wo ist der Dachel? Scheiße, hier. Okay, aber hier überhole ich nicht. So, ihr Ach, kann ich töte nicht. Dich, wenn du es tust. Ich überhole dich nicht. Auf der Straße, Alter. Ich würde es machen, aber... Ich will es nicht riskieren. Multiplayer wird es garantiert nicht tun, wenn es ein anderer wäre, Alter. Vor allem bedingt mit Schwertransporter, dann würdest du es dreimal nicht machen. Ach, Gott sei Dank. So, das Ende vom Schützenfest. Gott, ey, wie du schon wieder 90 Grad von mir wegfährst, das macht mich schon wieder Angst. Diese Straße ist ein Scheißdreck. Warum können sie hier nicht einfach straight runterbauen? Ich hab aufgehört. Wenn du oben das Schild gelesen hättest du lesen können, dass dieser kleine Teil die Modernisierung nicht stattgefunden hat. Weil, wie wir vermuten, kein Geld. Eine Muku. Happy Cutler. Eine Muelle Muku. So, nach der Abfahrt schauen wir mal, dass wir mal wieder ein bisschen Platz finden. Pendlocken. So, nochmal an City Limit. So, die Ausfahrt. Ich hoffe, diese Seitenstreifen geht noch etwas länger. Also, langsamer, Thomas, ja. Das ist Seitenscheißen. Ah, hier bei der Firma, da ist schon Platz, sehr gut. Hier ist es super. Ich stimme. Ja. Ja, ich auch. So, ja, okay. Guck mal nach, was bei RLO da jetzt geschrieben wurde. Ne, Teamchat ist tatsächlich nur 1, okay. Stehe. Ich bin morgen wieder mit Cluster. Sehr gut, so. Dann, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht sowieso schon habt. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, macht es gut. Tschüssi. Tschüss. Ciao.